Jo Freunde und willkommen zu einem neuen Video von Shakes and Fidget hier auf meinem Kanal. Ich habe jetzt mal ein bisschen was geändert an den ganzen Aufnahmeeinstellungen, da die letztes Mal dann doch ziemlich grottig waren und ich das leider irgendwie nicht gescheit gemerkt habe. Aber jetzt sollte es hoffentlich passen und ja, Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare und dann gucken wir, was jetzt hier so auf W14 abgeht. Wir bekommen hier schon mal Intelligenz, das ist sehr nice für unsere Base-Stats und morgen gibt es ein Flügeltrank. Das ist wiederum echt nice. Okay. Also ich bin in Stufe 451 und ein bisschen. Also man ist jetzt übers Wochenende echt gut vorangekommen, da ich aber auch noch einiges an Sachen über hatte, die man mitnehmen konnte. Dann nehmen wir doch direkt irgendwelche Quests mit, die uns hier eigentlich am liebsten erstmal Splitter bescheren, weil die sind ziemlich kacke. Nee. Nehmen wir so mit. Und schauen dann einfach, was hier sonst noch so abgeht, ja. Das Game macht doch echt wieder Laune. Ich bin happy, dass ich wieder ein bisschen angefangen habe jetzt. Wir gucken erstmal in die Läden, ob irgendwas Brauchbares da ist. Aber meistens ist es ja eigentlich nicht der Fall. Höchstens Tränke, weil die bald schon wieder leer gehen. Aber, nee. Sieht auch nicht so aus. Okay. Gut, dann nehmen wir uns erstmal hier die Toilette vor. Hütchenspieler auch noch. Tägliche Quests. Attributintelligenz dreimal steigern. Das haben wir auch gleich erfüllt. Wunderbar. Dann werfen wir noch irgendwas rein, was wir nicht benötigen. Muss ich mal kurz schauen. Ich habe nämlich noch extrem viel Zeug hier im... Ah, das kann weg. Genau, hier im Schließfach, was ich einfach die ganze Zeit liegen gelassen habe, gefühlt. Werfen wir da mal kurz was rein. Zack. Gibt eine Kriegerkeule. Kann er die gebrauchen, unser Bertram? Ne, kann er nicht. Wunderbar, aber dafür kann ich sie dann dem Schmied geben. Gibt 2400 Arkane-Splitter, die brauchen wir sowieso. Wie Sand am Meer. Von daher bietet sich das da wunderbar an. Dann holen wir uns erstmal unseren Edelstein ab. Geschickten Große, okay. Direkt neu suchen, wunderbar. Mal schauen, ob wir den großen Edelstein irgendwie nutzen können. So, das ist hier nämlich auch erreicht. Zack. Okay. Den großen Geschick. 936 ist, ja, wie meine jetzigen auch. Ich habe nur so geskillt, dass ich, oder nur so ausgerüstet, dass ich die Waffen mit Steinen belege, die die Hauptattribute von den Begleitern hochziehen. Ich weiß nicht, ob das optimal ist, ob man mittlerweile auch die anderen Steine ja, auf den Damage sozusagen macht. Das weiß ich leider nicht genau. Aber... Ja, ich hoffe, das passt so. So, dann gucken wir mal. Gilde, was ist hier? Kampf melden machen wir. Und das Gildenpad. Gut, mein Gildenpad ist, glaube ich, ja, hart unterlevelt. Dann machen wir einfach einen Kampf. Wir haben aber 3% gezogen, okay. Wird es angezeigt? Nee. Das passt auch. Sehr schön. Arena-Kampf natürlich auch mitnehmen für die, 4 Millionen EP. Die 10 Kämpfe beim Arena Manager. Das skill ich einfach nur mal wieder ein bisschen hoch, was so geht. Und der Rest ist eigentlich egal. Und irgendwann wird geopfert. Den habe ich auch noch nicht so ganz geblickt, aber da ich hier schon relativ weit bin, sage ich jetzt mal, ist das glaube ich auch egal. Auf den Stufen. Gut. Padkämpfe. 1200. Der wird doch safe machbar sein mit. Nee. Hä, ist das irgendwie verbuggt? Da steht doch ein Licht. Da greifen wir mit auch Licht an. Ne, war richtig. Okay, nice. Wunderbar. Hier direkt nochmal Zitrone bekommen. Sehr schön. Können wir dann noch verskillen später. Glücksrad haben wir natürlich auch noch unseren Spin. Und dann schauen wir, was noch beim Hütchenspieler abgeht. Bevor wir nochmal in die Dungeons gehen. Noch eine Frucht bekommen. Nice. So, Hütchenspieler natürlich auch, oder Würfelspieler. Können wir hier nochmal unsere 10 Spins mitnehmen. Ich mache die eigentlich immer hintereinander, weil ich sie dann doch meistens irgendwie vergesse. Und man am Tag eigentlich immer, also zumindest zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, diese Sanduhr wieder rausbekommt. Aber mal schauen, ob wir heute Glück haben. Ja, perfekt, aber am liebsten sind die Splitter. Oder sind mir zumindest die Splitter. Und danach die Sanduhren.
Ja, wunderbar, da haben wir schon wieder 5 raus. So, kurz noch eine Quest annehmen. Schön, dass du wieder da bist. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Oh, jetzt ist hier nichts Gescheites dabei. Die Seelen finde ich halt am unnötigsten, weil wir die so viel farmen können durch die Unterwelt, dass man da einfach einen Vorrat hat. Ja, nice. Damit sind schon wieder unsere 10 Würfe raus. Und jetzt gibt es eventuell nochmal Dicksplitter. Schade. Da hätte ich mich jetzt gefreut. Schade, schade. Na gut. Gold ist auch nicht schlecht, aber das ist immer so wenig, finde ich hier vergleichsweise. Ja, 3 Millionen. Aber das war eigentlich ganz okay, die Ausbeute heute. So, jetzt nochmal. Ja, okay, Gold, ja. Na, schade. Gut. Ist auch geschafft. Dann schauen wir mal. Dungeons. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo hinten dran bin. Ich muss das mal irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo nachsehen kann, wie krass die sind oder ob man die schaffen kann, weil ich glaube, da gab es mal einen, wie heißt es, einen Simulator, sozusagen. Lichtwelt, Schattenwelt. Ja, ist aber. Wo ist Schattenwelt? Der hier? 358. Ah, ja, den schafft Bertram sogar alleine. Okay, wunderbar. Es gab extrem viele P. Sehr schön. Hier haben wir irgendeine Waffe. Ist die. Die macht mehr Damage als meine, oh lol. Was habe ich denn für schlechte Sachen noch gehabt? Die macht 63 Schaden mehr. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich, aber die hat 200 weniger Base Stats. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Höchstens für unseren Marquard. Ich weiß nicht, macht das. Ich habe halt leider, glaube ich, auch keinen. Nee. Keinen Steinchen hier rumliegen. Warum habe ich einen 671er? Achso, nee. Schau dich Das geht ja gerade ruhig eh um. weg. So. Müssen wir gucken, ob sich die lohnt. Ich glaube nämlich eher weniger, weil das keine. Weil das halt keine Dreierwaffe ist, sondern eine Alle-Attribute-Waffe. Da müsste man dann nochmal genauer gucken, wenn man einen Stein hat und den ausrüsten kann, ob sich das rentiert. Aber gut. Okay, Freunde. Dann war es das mal wieder von dem kleinen Rundschau hier auf dem Server. Sag ich jetzt mal. Wir haben ein bisschen gezeigt, was hier so geht, was hier nicht so geht. Bei Dungeons, wie gesagt, muss ich selbst noch schauen, was wir alles machen können. Da wird in nächster Zeit bestimmt einiges fallen. Also, das wird, denke ich mal, richtig nice. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Start in die Woche und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und haut rein.